Bonjour, mesdames et messieurs. Comment ça va? Hallo allerseits, herzlich willkommen zum neuen Taschenmesser-Video. Habt ihr gedacht, heute gibt es nur Brötchen? Belegte? Nein. Wir haben 30 Grad. Ich stehe hier im Schatten, mache meine Pause und genieße mir bei der Ruhe ein Stückchen Melone. Und das mit meinem recht neuen Taschenmesserchen von Le Sabot, dem Pradel. Erstmal zu dem Firmennamen Le Sabot, heißt der Holzschuh. Also eigentlich, Sabot ist ein Holzschuh und ihr kennt das Wort Sabotage. Im 18. Jahrhundert kämpften die französischen Weberinnen um Gleichberechtigung und bessere Bezahlung. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, warfen sie ihre Holzschuhe in die Webstühle rein. Woraus sich das Wort von dem Sabot, Sabotage, entstand. Also, der Holzschuh ist verantwortlich als Erfinder oder Erfindung des Wortes Sabotage. Von Le Sabot, das
Bradell. Das ist ein Messer, erfunden 1867 von Etienne Bradell. War konzipiert als Fischer- und Farmermesser. Also als ganz einfaches Bauernwerkzeug. Simple Konstruktion. Liner. Zwei Hornspitzgriffschalen. Ja, sieht schön aus. Fünf Nieten, die Griffschalen am Liner festhalten. Edelstahlbacken, die auch befestigt sind am Liner mit einer Niete. Und die Klinge aus XC75 Stahl. XC75 klingt ja schon fast wie Wissenschaft. Das ist aber die französische Bezeichnung des 1075er Kohlenstoffstahl. X für 10, lateinisch 10. C für Carbon und 75 für den Anteil im Gemisch. Also wir haben hier ein Kohlenstoffstahlmesser, Carbonstahlmesser. Man sieht schon mit einer gewissen Patina, die von mir unabsichtlich, absichtlich drauf gepackt wurde. Wir haben sonntags nach dem Urlaub uns zum Frühstück ein bayerisches Frühstück gemacht. Also wir sind um 11 Uhr aufgestanden, um 11:30 haben wir gefrühstückt. Und Entschuldigung. Und hat Frau Bremen gesagt, komm, mach mal Weißwürstchen. Also Weißwürstchen. Wie könnt ihr die zum Aussitzen? Und zum dazu gibt es dann halt süßen Senf. Und ich habe da natürlich großzügig mitgearbeitet. Ja? Und habe den dann ganz unabsichtlich, absichtlich draufgelassen. Und das ist, was dann dabei rauskam. Ja? Also so könnte das dann aussehen, wenn ihr ein bisschen unachtsam mit dem Messer umgeht. Kohlenstoffstahl. Rostet, Nummer, beißt die Maus keinen Faden ab, wenn ihr euch nicht drum kümmert. Säure wird die Klinge angreifen und das ist dann das, was die Leute immer bemängeln bei Kohlenstoffstahl, dass es irgendwann mal metallisch riecht. Und die Leute glauben es dann auch, dass Lebensmittel metallisch schmeckt, was nicht stimmt. Denn da ist halt die Augen- oder die Nasengeschmacks Grenze, die verschwimmt da, weil ihr esst, ihr nehmt das in die Hand, riecht an dem Stahl und denkt, das schmeckt auch so. Toller Käse. Man muss es sich auch in der Pause gut gehen lassen. Also XC75 Stahl, 1075er Kohlenstoffstahl, der wird gerne bei Arbeitsmessern benutzt. Condor benutzt den unheimlich gerne, 1055, 1075, 1095. Böker benutzt ihn bei seinen Taschenmessern unter anderem. Und ich finde, das ist eine gute Wahl. Kommen wir zu dem Messer nochmal selber. Wir haben hier 11 cm lange Klinge, 9 cm langen Griff. Ergibt 20 cm. Sehr simple Konstruktion, ein sehr simples Messer. Le Sabot hat eine Serie, die sich um Alltagstaschenmesser der Vergangenheit bis zur Neuzeit, die sich darauf bezieht, die rund um sämtliche Regionen sich drehen, unter anderem dem Elsass, Périgord. Das hier ist von der Westküste bis Bordeaux erhältlich gewesen. Wie gesagt, konzipiert als Farmermesser, Fischermesser. Liegt echt gut in der Hand. Ist für eine Hand wie meine.
Mal gucken. Keine Wildschweinchen. Ja, die stehen auf Melone, ich sag's euch. Für eine mittlere Hand, ich habe 9,5 bis 10, ist die genau für geeignet. Ja. Muss dazu mal eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, welches Taschenmesser der damals in der Tasche hatte. Aber wir hatten, ich hätte ja mal erzählt, ich war im Kinderheim aufgewachsen. Und im Kinderheim hatten wir auch schon mal Ferienfreizeiten. Und da sind wir mal nach Lothringen, Elsass-Lothringen gefahren, zu einem Bauern. In der Ferienfreizeit für 3 Wochen. Und wir haben dem Bauern so ein bisschen geholfen. Und wir saßen dann irgendwann mal so in der Mittagszeit auf dem Feld beim Festband. Und es fing an zu regnen. Und alle, der Bauer sprach über, war schon so um die Mitte 60, Ende 60. Das war 1984, glaube ich. Saßen auf dem Feld und es fing an zu regnen. Wir hatten gerade versucht, das Heu einzuholen. Und es fing an zu regnen und wir sind am Spachteln und alle sagen, Michi, wir müssen doch das Heu einholen. Und er sagt, oh, du's mal. Wer das Heu nass macht, macht es auch wieder trocken. Zeller wie? Zellerger. So ist das Leben. Wer es heu nass macht, der macht es auch wieder trocken. Denke ich heute mal dran. Wenn andere um mich rum hektisch werden und ich denke mir so, naja, macht ihr mal. Und spiegelt so ein bisschen diese französischen Messer für mich, diese Gelassenheit, die die Franzosen zum Teil haben. Franzosen sind nicht nur gelassen. Franzosen können total ausrasten. Die sind. Aber die Landbevölkerung, die hat die Ruhe weg. Ja? Schön beim Gläschen Rotwein das Heu einbringen in der Mittagspause. Cool. Also, kleine geschichtliche Wendungen, persönliche Geschichte dazu, zu diesem Messer. Ist gar nicht teuer. Ich glaube 39 Euro. Gibt eine günstigere Version, ich glaube mit Violettholz, könnte mich aber auch irren. War es Violettholz oder war es? Wie auch immer. Habe ich schon bestellt bei Brandners Homestyle. Link packe ich mal in die Beschreibung. Da kriege ich keinen Cent für. Ja? Ist auch nicht gesponsert. Ist mein Messer. Habe ich gekauft. Ja? Warum ich im Augenblick so ein bisschen auf diese, also nicht im Augenblick eigentlich schon auf diese Taschenmesser stehe, ist zum einen sind sie 42er konform. Die Klinge ist 11 cm, da kannst du gar nichts sagen. Zweihandöffnung, Slip Joint, ja, ziemlich starke Rückenfeder. Habe ich. Ihr habt es ja gesehen, meine Gear Tasche. Ja. Vom Krasi gebaut. Krasis Buschkraft gebaut. Taschenlampe. Und da das Fach fürs Messer. Ein Holster praktisch. Vom Gürtel zu tragen. In der Hosentasche. Ja, jetzt leider schlecht zu sehen. Ja, in der Hosentasche, dass nichts rumfliegt. Ja, so. Absolut unverfängliches Messer. 39 Euro. Schönes Teil. Anständige Stärke. Gute Verarbeitung. Bei Brandners Homestyle steht drauf, hätte ich jetzt fast gesagt, weil wir waren ja in Norddeutschland im Urlaub. Die haben sich ja alle ein bisschen Stein gestoßen. Absolut unverfänglich. Erlaubt. 42 konform, da fällt keine Oma von ins Koma, ja, wenn ihr das Messer seht. Und Frau Brehm hat gesagt, wenn sie mit ihren Eltern, zu Lebzeiten also ihres Vaters, bei den Verwandten auf dem, in der Bretagne war, dann hatten alle irgendwie ein Taschenmesser in der Tasche. Sagt, das wird wohl nach Joll gewesen sein. Sagt sie, nee, eher so wie so ein Victorinox, was größer. Da könnte ich mal drauf wetten, das könnte so eins gewesen sein.
Es gibt von Le Sabot etliche Taschenmesser, die sich der Region widmen. Alle mit einem günstigen Stahl, diversen Griffmaterialien. Die Verarbeitung ist anständig. Bei Brandners Homestyle steht in der Beschreibung, dass die Taschenmesser auf eine traditionelle Art und Weise gebaut wurden, mit Einsatz neuerer Technologie. Ich denke mal, dass die Firma Le Sabot so etwa die Größe von Ottermesser hat, die auch in etwa so diese traditionellen Taschenmesser herstellen. Und da steht noch drunter, dass die sich nicht mit High-End-Taschenmessern messen möchten, und das stimmt. Wir haben ab und zu mal eine kleine, ja, ein Schmunzelfehler, nenne ich das. Da würde wahrscheinlich jemand, der ein 300 Euro Lagiol kauft, sagen, oh lala, das ist jetzt nichts Irres. Das ist halt einfach ein kleiner Spaltmaß. Zusätzlich ist ein bisschen angelaufen. Das macht überhaupt nichts. Spaltmaß heißt aber nicht, dass das Messer Spiel hätte, die Klinge. Weder hoch noch runter, nein. Seht ihr hier, da ist sie, die Klingenwurzel. Ja, und dann sieht man es. Das ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ja. 39 Euro bei Brandners Homestyle. Ein Stück französische Geschichte. Warum nicht? Und Brandners Homestyle kann ich euch echt nur ans Herz legen. Die sind ziemlich fix. Erstens im Versand. Wenn irgendwas mit dem Messer nicht stimmt, tauschen die anstandslos ohne Frage um. So, kleine Empfehlung. Das Pradel von Le Sabot bei Brandners Homestyle. Ich würde es auch bei denen direkt kaufen und nicht unbedingt bei Amazon. Wie gesagt, Link packe ich in die Beschreibung. Sucht euch euren richtigen Griff für aus. Wenn es euch interessiert, oh, guckt euch das an. Schön, ne? Ich kriege da nichts für. Ist nicht gesponsert. Wahrscheinlich wissen die gar nicht, dass ich für die ein Video drehe. Ja, ein guter Mensch. So, wie immer gilt, tschüss mal Dude, schwenkt der Hut, tschüss ab und schwenkt die Bastenkap. Bonjour, Mona.